Hey Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier. Heute geht es um die besten Uhren zu einem bestimmten Preispunkt. Wir fangen an bei bis 500 Euro. Da gibt es deutlich mehr Auswahl, als man eigentlich denken würde. Angefangen bei dem Klassiker Swatch. Ja, ich weiß, viele Leute glauben, Swatch ist eine Kinderuhr, aber eigentlich hat Swatch viel mehr zu bieten, als man denkt. Swatch hat ja ursprünglich dazu beigetragen, dass die gesamte Uhrenindustrie eigentlich in den Grundfesten erschüttert worden ist. Und Swatch ist eigentlich die Quintessenz einer Uhr. Sie zeigt die Uhrzeit an, sie ist sehr günstig, also die gibt es meistens auch schon bis zu 100 Euro in unendlich verschiedenen Farben, Modellen, Variationen. Im Prinzip ist es eine Uhr wirklich als Modeaccessoire zu tragen, sie zeigt dir die Uhrzeit, sie hält aber auch ein Leben lang. Und letztens wurde mir sogar von einem Verkäufer erzählt, dass man bei einer Swatch lebenslangen Batteriewechsel gratis bekommt. Noch dazu gibt es bei Swatch sehr, sehr viele Sondereditionen, die mittlerweile großen Sammlerwert haben. Also wenn ihr da auch Interesse habt, so ein bisschen sammeln, dann wäre das sicherlich auch ein interessantes Thema. Weiters, was ich wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen kann, ist eine Seiko. Leute glauben, damit eine Uhr gut ist, muss sie aus der Schweiz sein. Aber genau Seiko beweist eigentlich, dass es nicht der Fall ist. Seiko gibt schon sehr lange am Markt, länger als viele andere Uhrenmarken, und die machen auch schon länger Uhren als viele andere Uhrenmarken. Zum Beispiel Seiko gibt es länger als Rolex, wissen aber die meisten nicht. Seiko bedient den Markt wirklich von ganz günstig bis extrem, extrem teuer. Und dabei machen sie alles selber. Seiko ist so eine riesige Firma, die verwenden nur Manufakturwerke, weil wieso sollten sie? Die bauen das Zeug ja alles selber. Das heißt eine Seiko 5. Die 5 in Seiko 5 steht dabei für die wichtigen Merkmale. Das ist unter anderem stoßfest, wasserfest, mechanisches Uhrwerk etc. Und diese Uhren, die kombinieren einfach alle diese alltäglich wichtigen Dinge in einer Uhr. Und dann gibt es noch in unendlich verschiedenen Variationen. Es gibt Seiko 5 Sport, es gibt Seiko 5 Elegant, es gibt Seiko 5 an Lederband, am Metallband. Pilotenstil, Rennfahrerstil, Taucherstil, das gibt es wirklich in jeder Art und Weise. Ich habe auch eine Seiko 5, die kosten ca. 100 Euro, 150 Euro. Das muss man sich mal vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet, für 100 Euro eine Uhr mit Manufakturwerk zu bekommen. Und ganz klar, die Apple Watch. Die Apple Watch ist nicht so ein Spielzeug, wie alle denken, und viele Uhrenliebhaber können auch die Apple Watch wertschätzen, und ich zähle auch dazu. So Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Apple Watch hat ein Split-Second-Chronograph. Viele Leute wissen das gar nicht, das ist unfassbar. Dann haben wir das nächste Segment, 500 Euro bis 1000 Euro. Da finden sich zum Beispiel viele Uhren von Tissot, zum Beispiel die Tissot T-Touch. Das ist eben diese Tissot-Uhr, die hat Touch, also das Ziffernblatt hat Touch-Sensoren drauf, und es gibt 12 Funktionen für jede Stunde sozusagen. Zum Beispiel einmal hast du einen Kompass, einmal hast du eine zweite Zeitzone etc. etc. Und die Uhr funktioniert mit Solar auch noch. Und dann ist sie auch noch aus Titan oder Edelstahl mit einem Kautschukband. Richtig coole Uhr, ist halt nicht mechanisch, ist dafür batteriebetrieben, aber sie hat doch viel Innovation drinnen. Genauso wie auch bei Citizen. Die haben sehr viel Innovation und viele Funktionen drinnen. Da geht es wirklich nur darum, was kann die Uhr, wie lange hält sie und welche Funktionen hat sie. Da kriegt man auch sehr viel fürs Geld. Dann sind wir auch schon in der nächsten großen Etappe, und das ist ca. 5000 Euro. Wenn ihr bereit seid, ca. 5000 Euro für eine Uhr zu investieren, dann gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Da gehen wir von Vintage Rolex bis Omega, bis Longines, bis Nomos, bis Tudor. Da gibt es wirklich alles. Im Segment bei ca. 5000 Euro haben wir schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel eine alte Rolex Datejust oder eine alte Rolex Oysterquartz. Da habe ich euch übrigens ein Video schon gemacht, da hinterlasse ich euch einen Link in der Beschreibung unten. Oder zum Beispiel auch die Omega Speedmaster Professional. Es ist halt die Uhr, die am Mond war. Punkt aus Ende. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, hinterlasse ich euch auch in der Videobeschreibung unten. Sehr zu empfehlen, was jetzt, sage ich mal, nicht von diesen Top-Marken wie Rolex oder Omega ist, wäre zum Beispiel Nomos oder Tudor. Nomos ist es so, die Marke stammt aus Glashütte. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört? Glashütte ist der Ort in Deutschland, woher alle guten Uhren kommen. Glashütte Original, Lange und Söhne, Nomos, die stammen alle aus dieser Stadt in Deutschland, Glashütte. Und die machen extrem, extrem geile Uhren mit einem ganz eigenen Design. Werke aus Glashütte sehen auch ganz anders aus, die haben einen ganz anderen Schliff, ganz andere Art von Dekoration. Zum Beispiel A. Lange und Söhne dekoriert die Werke in einem ganz anderen Finish. Und Nomos ist da nicht anders. Nomos ist eine Uhrenmarke in den 90ern gegründet, der Manufakturwerke, qualitativ extrem, extrem hochwertig, und die bauen bis zu 95% ihrer ganzen Werke bei sich in ihrem Werk. Da sind wir dann qualitativ echt schon sehr weit oben. Wenn ihr nach Vintage Omegas oder Vintage Rolex schaut, dann achtet immer darauf, die ganz klassischen und konventionellen Modelle zu nehmen. Bei Omega bleibt bitte bei der Speedmaster und wenn möglich Speedmaster Professional, die mit dem Werk 861 oder 1861.
da könnt ihr wirklich nichts falsch machen, sowohl mit der Optik, also mit der Funktion, als auch mit dem Werterhalt. Da verliert ihr keinen Cent. Bei Rolex sind wir dann eher eben bei Datejust zum Beispiel. Extrem klassisches Modell, wird niemals aus der Mode geraten. Okay, dann kommen wir schon bei ca. 10.000 Euro an. Bei 10.000 Euro gibt es auch ein paar sehr interessante Modelle, wie zum Beispiel die Rolex Daytona. Habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, hinterlasse ich euch auch in der Videobeschreibung unten. Sehr cool ist da auch die Zenith. Zenith ist die Marke mit dem ersten automatischen Chronographwerk, der El Primero. Und jede Uhr mit diesem El Primero-Werk ist eigentlich top. Für jemanden, der es ein bisschen unkonventioneller mag, sehr empfehlen könnte ich auch Vintage Rolex Submariner oder GMT Masters. Diese alten Rolex Sportmodelle, die haben in den letzten Jahren sehr stark an Wert gewonnen und ich glaube, die könnten auch noch weiter steigen. Also die sind auch richtig cool. Die nächste große Etappe wären dann schon bei 20.000 bis 30.000 Euro. Da trennt sich dann echt schon die Spreu vom Weizen. Also da bleiben dann wirklich nur noch so All-Time-Favorites, wie jetzt, keine Ahnung, die Rolex Day-Date President. Das ist halt einfach der Inbegriff einer Golduhr, getragen von vielen Präsidenten und Führungskräften auf der ganzen Welt. Die Uhr ist einfach zum Mythos geworden. Genauso wie die AP Royal Oak, kann man eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Design von Gerald Genta, extrem zeitlos, hat eigentlich den Mythos Luxus-Sportuhr aus Stahl erfunden. Heute immer noch extrem teuer und extrem begehrt. Genauso wie die Patek Nautilus, kam kurz nach der Royal Oak auf den Markt. Auch heute kaum noch zu kriegen. Also im Listenpreis sind wir bei ca. 20.000 Euro. Wenn du sofort eine haben möchtest, musst du mindestens 30 auf den Tisch legen und dann reden wir weiter. Weiters empfehlen kann ich jede IWC mit einem ewigen Kalender zum Beispiel. Die sind extrem interessant, weil nämlich alles über die Krone verstellt wird. Zum Beispiel die IWC Big Pilot Perpetual ist richtig cool. Weiters zu empfehlen, außerhalb der Nautilus, eigentlich jede andere Patek. Also Patek ist wirklich, kann man nicht viel dazu sagen. Und ein bisschen ein Geheimtipp, sage ich mal, kennt nicht jeder, kennt die Leute, die sich auskennen und die sich interessieren. A. Lange und Söhne. Das sind die eigentlichen Originaluhren aus Glashütte. Früher gab es eine Firma Glashütte in den 90ern, die haben sich aufgespalten in Glashütte Original und in A. Lange und Söhne. Und lustigerweise ist halt A. Lange und Söhne die eigentlichen Glashütte Originaluhren, sage ich mal. Und die sind auch qualitativ eine der besten Uhren der Welt, also wirklich Experten bezeichnen A. Lange und Söhne, Patek und AP so wirklich ganz weit oben, die können eigentlich nicht wirklich getoppt werden. A. Lange und Söhne dekoriert ihre Werke in einem ganz eigenen Material, das nennt sich German Silver, keine Ahnung, wie das auf Deutsch eigentlich heißt. Bei dem ist es so, wenn du das Werk mit bloßer Hand berührst, kommt da ein Fleck drauf durch den Schweiß und das Fett auf deiner Hand, auf deiner Haut und du siehst das für immer und ewig. Somit weiß eigentlich jeder Uhrenmacher von A. Lange und Söhne, ob da jemand schon mal dran rumgewerkelt hat. Auch irgendwie eine coole Idee. Wenn wir dann beim nächsten Thema sind, über 50.000 Euro, da sind wir dann echt schon im Revier von irgendwelchen verrückten Flying Tourbillons und Minutenrepetitionen und da kann man schon echt durchdrehen, wenn man möchte. Also, was kann ich denn empfehlen? Jede Patek in Weißgold oder sogar Platin, also da reden wir von 70.000 Euro, das ist teilweise unbezahlbar. Richard Millet, extrem coole Marke, habe ich schon mal eine in der Hand gehabt. Trägt sich so, als wäre sie genau für dein Handgelenk konstruiert worden. Die ist so bequem und bei Richard Millet ist halt einfach dieser Ingenieursgeist dahinter extrem interessant. Sonst über 50.000 Rolex Platin Modelle, Daytona Platin, Day-Date Platin, auch nicht wirklich zu toppen. Ja Leute, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Ganzen. Ich denke, sehr interessant ist die Gegend bei 5.000 Euro, weil da gibt es wirklich schier unendlich viele Möglichkeiten. Und sehr interessant ist auch die Gegend bei ca. 1.000 Euro. Bitte kauft euch keine Daniel Wellington, Fossil, Michael Kors, Diesel, Armani, keine Ahnung was. Das sind alles Modeuhren, die kann ich absolut nicht empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritik und Feedback habt, einfach unten in die Kommentare. Das war's auch schon mit dem Video. Wie findet ihr meine Liste? Könnt ihr was hinzufügen oder nicht? Findet ihr irgendwas, habe ich vergessen? Dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Schreibt es unten in die Kommentare, sonst auch gerne Feedback. Und dann liked mir gerne, lasst mir gerne ein Like da und ein Abo da und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.